Hi Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Freelancer. So, beim letzten Mal haben wir gegen irgendwelche komischen Kopfgeldjägerkerle hier gekämpft. Ich weiß gar nicht warum. Und jetzt suche ich gerade den Planeten. Welcher war es denn? Ah ja, Neu-London. Und das Portal dürfte uns da auch gleich hinführen. Perfekt. Mann, das ist so weit. Warte mal, da stimmt was nicht. Ja, okay. Hier ist der Eingang. Ist eigentlich schon cool, dass diese Sprungtore wirklich alle, weiß ich nicht, 10 Kilometer oder sowas sind. Weil dann kann man auch, wenn man irgendwo in der Tiefe des Alls ist, quasi so in diesen Highway rein. Immer noch. Und muss nicht immer an den einzelnen Punkten sein, um in den Hyperraum zu kommen, sondern kann auch mittendrin einfach rein. Finde es überhaupt schön, dass eben, ich meine, ist ja auch ein älteres Spiel, das ist technisch, glaube ich, auch herausfordernd, dass dieses ganze Sonnensystem, also zumindest die einzelnen Systeme eben, wirklich einfach riesige Räume sind, in denen man sich frei bewegen kann. Es ist nicht so, dass nur um den Planeten rum geladen wird, sondern tatsächlich dieser ganze Raum, den wir jetzt springen, ist echt. Wir könnten da auch ohne Hyperportale durchfliegen. Warum sollten wir? Aber ich meine, vielleicht auf Piratenjagd oder so. Aber trotzdem finde ich cool, dass es geht. So, dann landen wir jetzt hier. Oh nein, hier sind schon wieder Gegner. Soll ich mitkämpfen? Vielleicht ein bisschen. Die sind anscheinend ziemlich unterlegen und gehen kaputt. Ich kann mir Pluspunkte bei den Autoritäten, den örtlichen holen und vielleicht noch ein bisschen Loot. So. Oh, Traktorfehler. Weil unsere Items voll sind. Ist okay. Ach, das war's schon. Oh, na gut. Die waren schnell weg. Kurzer Prozess. Gut, dann landen wir jetzt auf dem Planeten. Und ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich weiß echt nicht mehr, ob der gesagt hat, dass wir nach Neu-London sollen. Aber wohin denn sonst? Hier steht Schiffhändler in New London. Der Ausgangsort meiner Handelsreise ist System Dublin. Dann bin ich mal gespannt. Ha, ha, schön. Das finde ich witzig, dass Neu-London ein Planet ist, auf dem es anscheinend dauernd regnet. Oder es regnet nur jetzt zufällig, ich weiß es nicht. Planet Neu-London im Neu-London-System oder New-London. So, Schiffshändler. Ach, ich habe einfach nur ganz viel Credits. Ich dachte, ehrlich gesagt, ich kriege jetzt hier ein Sonderangebot, aber der hat mir einfach nur sehr viel Credits anscheinend gegeben, der Kerl. Also, ich könnte jetzt hier die Kavallerie, nee, die Kavalier kaufen oder die Piranha oder einen Frachter. Frachter ist natürlich auch cool. Also, ich vergleiche die mal. Grundsätzlich hat der Frachter die meiste Lebensenergie. Und auch die meisten Waffensysteme. Der hat halt viel Sockel für Geschütztürme. Aber dafür nur drei Blasterplätze. Hat natürlich einen riesen Laderaum, ist klar. Und ansonsten... Ach nee. Oh, Moment mal. Der hier ist der einzige, der Stufe 5 Waffen ausrüsten kann. Das ist ein Argument. Vielleicht kaufen wir uns dann... ist der so verrostet oder ist der so lackiert? Dann kaufen wir uns hier die Kavallerie. Kavalier. Ein leichter Jäger. Ich habe trotzdem ein blödes Gefühl, dass ich von dem schweren Jäger auf einen leichten Jäger wechsle. Ich meine, faktisch habe ich auch tatsächlich weniger Waffensysteme, die ich installieren kann auf dem. Aber in allem anderen ist der halt besser. Ist halt einfach quasi... die nächste Stufe von Schiff, die man so kaufen kann. Na komm, los. Nehmen wir. Oder? Schiff kaufen.
würde ich sagen. Okay. Schiffskauf abgeschlossen. Cool. Dann haben wir jetzt ein neues Schiff. Dann gehe ich jetzt mal zum Ausrüstungshändler, obwohl wir ziemlich pleite sind, leider. Unser kleiner, rostiger Kahn, den wir hier haben. Irgendwie schon, oder? Ah, warte mal, ich muss was reparieren. Ach so, irgend so ein Geschütz. Meinetwegen. So. Ich habe hier... warum habe ich denn hier... Klasse 4 Waffen? Ich habe doch hier unten... Ach nee, habe ich nicht. Und ich habe keinen Platz für Geschütztürme. Ich könnte die eigentlich verkaufen. Guckt. Ich hatte eine Klasse 2 Waffe installiert. Weiß ich gar nicht mehr. Verkaufen. Klasse 3 Lava Blade. Wisst ihr was? Ich verkaufe die und baue das Lava Blade bei mir ein. Und dann haben wir 2 Lava Blades. Das finde ich, glaube ich, einfach schön. Irgendwie. Ja, und den Turm können wir auch verkaufen. Na guck, dann haben wir schon wieder 10.000. Nicht schlecht. Kann ich überhaupt von meinem Spielerlevel her schon Stufe 5 Sachen kaufen? Ach so, natürlich keine Türme. Nee, erst ab Spielerstufe 10 möglich. Eben. Meine Spielerstufe ist 8 gerade mal. Da geht noch nichts. Aber trotzdem nochmal handeln, weil ich habe noch Stufe 3 Geschütze. Die könnten wir vielleicht durch Stufe 4 durch Stufe 4 Geschütze austauschen. Der hat auch gar keinen Raketenwerfer, oder? Nein, hat er nicht. Reiseflugunterbrecher könnte man installieren, wenn man wollte. Hat der gar keine Klasse 4 normale Waffen? Doch, hier. Skyrail und Ripper. Oh, die sind sich sehr ähnlich eigentlich. Ich mag Reichweite. Ah ja, das ist auch, glaube ich, so. Der ist schneller und hat mehr Reichweite. Dafür macht der mehr Schaden. Aha. Das ist also hier bei den Libertanian-Waffen war es ja eher so die langsame, wuchtige und die schnelle. Gatling. Und hier ist es wirklich Reichweite gegen Schaden. Ja, viel Schaden ist schon gut, aber viel Reichweite, da kann man auch nichts sagen. Wie viel Reichweite haben denn die Waffen hier? 600 haben die. Dann nehme ich fast weiterhin 600, weil wenn ich jetzt wieder Waffen mit 700 draufbaue, dann passt es nicht mehr zusammen. Oder ich nehme nur solche, aber das kann ich mir wiederum nicht leisten. Außerdem will ich den Magma-Hammer hier gar nicht verkaufen. Der ist super. Warte mal, da fehlt doch noch eine. 600, 600. Ja, komm, die haben alle 600. Dann kaufe ich jetzt auch welche, die nur 600 Reichweite haben. Und zwar 2 davon. Ach so, da muss ich erst Platz schaffen. Als ob ich die nicht einfach in meinen Laderaum bauen könnte, aber meinetwegen. Die hier war's. Einmal, zweimal. Okay, cool. Dann können wir die auch wieder verkaufen. Schauen wir mal noch, ob wir hier vielleicht noch was von unseren Waren zu einem guten Preis verkaufen können. Das wäre ziemlich gut, nämlich, wenn das gehen würde. Hello, Mr. McMahon. Wasser können wir zumindest zu einem annehmbaren Preis verkaufen. Ach verdammt, guck mal, auf Planet Leeds, da war ich vorher. Warum habe ich denn da nicht geguckt? Da hätten wir das nämlich für 60 verkaufen können, statt wie hier 15. Nee, dann verkaufe ich es nicht, wenn da die Preisspanne, der Unterschied so krass ist. Hier könnte man anscheinend, oh mein Gott. Wenn das hier ein billiger Einkaufspreis ist. Na, die Preisspanne ist nicht so gewaltig eigentlich zu meinem besten bekannten Preis. Nee, das ist irgendwie, ist das komisch. Nee, warte mal, ich habe es, glaube ich, falsch interpretiert. Ich glaube, Sauerstoff könnte ich hier sehr billig einkaufen.
Ja, tatsächlich. Sauerstoff könnte ich hier. Ich meine, das ist nämlich schon auch cool, wenn man das weiß. Könnte man jetzt auch, ich könnte mir jetzt auch einen dicken Frachter holen und einfach mal die ganze Kohle zum Beispiel hier in Sauerstoff stecken, für 5 einkaufen, dann fliegen wir nach Leeds, verkaufen es für 20, 15 Profit pro Stück und zack, sind wir reich. Aber erstens habe ich keinen Frachter und zweitens habe ich keinen Bock und drittens haben wir kein Geld. Und viertens, was wollen wir auf Leeds? Stattdessen gehen wir jetzt mal ins Wirtshaus. Ins Wirtshaus, in die Kneipe. Und sagen mal Hallo zu den Leuten, die hier so rumstehen. Wie geht's? Kann ich was für Sie tun? Was gibt's? Ich kenne Sie nicht. Zum ersten Mal hier? Aha. Ich arbeite für Cryer Pharmaceuticals. Wir kontrollieren diesen Ort eigentlich nicht, aber wir haben eine Art Abkommen mit den Betreibern. Also unter uns, ich habe da was gehört. Ja, ich bin interessiert. Okay, hier ein paar Infos. Die Dialoge sind so super natürlich. Aber das sind diese, ich habe es eh schon mal erklärt, diese zusammengestückelten Dialoge, die aus vorher aufgenommenen Dialogfetzen zusammengebaut werden, damit sie auf möglichst viele Situationen passen. Ich habe Berichte gehört, dass Rheinländer in ganz Magellan gesehen wurden. Sieht nicht so aus wie eine Invasionsflotte. Mehr nach einem Suchmanöver. Die patrouillieren hier ja. Sowohl die Rheinländer als auch die Liberty sind hinter uns her. Das ist echt super. Angeblich sollen sie sogar mehrmals eine Wegelagerer-Basis angegriffen haben, werden aber immer wieder zurückgeschlagen. Das war's wert. Danke. Alles klar, wir sehen uns. Alles klar. Yo. Auftragsliste. Was haben wir denn hier Feines? Wo gibt es denn die meiste Kohle? 4,7 sieht gut aus, oder? Was wäre denn das für ein Auftrag? Schwierigkeitsgrad 8. Eine Aufklärungseinheit meldet gerade eine Anzahl von Schiffen der Mollys, wer auch immer die Mollys sind. Sie müssen den Sektor 4C fliegen, alle eliminieren. Vorhut unserer Schiffe ist bereits vor Ort. Ach, das hört sich gut an. Ich glaube, das machen wir. 4.700, da kann man nichts sagen. Wir haben Verbündete in der Schlacht. Okay. Die Nachrichten. Mal schauen, was so in den Nachrichten steht. Alle Nachrichten, die Sie wissen müssen. Hier ist der Colony News Service. Balanchine, Schein, wer auch immer, gestorben. Ich weiß nicht, wer das ist. Gesandter James Balanchine erlitt heute einen Zusammenbruch und wurde in das Regierungskrankenhaus eingeliefert. Dort starb er angeblich eines natürlichen Todes. Präsidentin Jacoby sagte, ich bin jetzt gerade, ich muss kurz überlegen, sind das jetzt Liberty News Nachrichten, die wir hier lesen? Das steht nämlich nirgends, weil wir jetzt in einem anderen System sind. Moment, wo waren wir? Präsidentin Jacob sagte, dass dieser plötzliche Todesfall Libertys Engagement für den Frieden und Stabilität, also geht es um Liberty, in den Kolonien in keiner Weise schmälern würde. Sie wird nun an seiner Stadt persönlich am Gipfel treffen, auf Chiricahua teilnehmen. Rheinländerblockade. Rheinland hat in einer unprovozierten Aktion die Sprungtore in Omega 7 blockiert. Von offizieller Seite wird dies als unerhörter Vertrauens- und Protokollsbruch, den wir in keiner Weise gutheißen, bezeichnet. Okay. Museum eröffnet neue Ausstellungen. Wir haben hier schon lange nicht mehr geguckt. Neu-London, da bin ich. Die nationale Geschichtsarchive, bla 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 bla. Interessant. Ich glaube, ich verstehe. Jetzt verstehe ich's. Guck mal, die Ausrufezeichen hier sind, glaube ich, so wichtige internationale Hauptquest-News. Die mit dem Planeten betreffen alle immer nur den Planeten Neu-London. Da geht es um Museumseröffnung und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch die, die hier von dem System handeln. Berühmte Kopfgeldjägerin gestorben. Die Queen feiert Geburtstag.
Rekordweizenernte und Büro der Grünen Front bei Feuer zerstört. Hallo, oh. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie was? Sie sind zum ersten Mal hier, stimmt's? Ja, das ist richtig. Ich arbeite für die bretonianische Polizei. Wir kontrollieren diese Basis. Ich bräuchte da tatsächlich jemanden für eine Mission. Sie sind doch schon im Einsatz. Für jemand anderen. Kommen Sie zurück, wenn Sie frei sind. Ups, ich habe da anscheinend irgendwen hinter dem Fenster noch angeklickt. Ich wollte noch mal schnell zum Warenhändler. Quatsch. Ich habe mich verdrückt. Zum Ausrüstungshändler will ich eigentlich. Ja. Komm schon. Langweilig. Das dauert so lange immer. Ich glaube, ich kann die aber abbrechen auf Escape. Ja. Ich habe gar nicht geguckt, ob wir vielleicht noch irgendwelche Nebenwaffen und sowas zu verkaufen haben. Raketen und so. Die behalte ich mal. Aha. Ein Klasse 4 Schild. Können wir das nicht vielleicht sogar installieren? Nö. Können wir nicht. Kann der nur Stufe 3 Schilder? Hatten wir nicht ein Stufe 4 Schild an unserem alten Schiff? Passt es nur? Aha, das geht nur auf schwere Jäger. Okay, dann haben wir ein schlechteres Schild. Dafür mehr Panzerung. Ich hoffe, das war wirklich ein Upgrade, dieses Schiff, das wir uns jetzt hier gekauft haben. Den könnten wir jetzt teuer verkaufen. Aber ehrlich gesagt behalte ich den vielleicht. Weil ich würde schon gern auch wieder einen schweren Jäger kaufen, wenn es zur Verfügung steht. Und verkaufen kann man den immer und viel Platz nimmt er anscheinend im Lagerraum auch nicht weg. Im Schluckaufraum. Schlaufraum. Na gut. Leute, ich würde fast sagen, dass wir dann hier heute die Folge beenden. Eine Verwaltungsfolge mit wenig Action heute. Dafür gibt es hier nochmal Regen in Neulanden. Warte, ich muss nochmal gucken. Kann es sein, dass es erst zu regnen anfängt, wenn ich quasi hier drauf drücke und man sieht dann, wie der Regen von oben nach unten fällt. Ja, das ist wirklich so. Der Regen wird quasi oben noch generiert und fällt dann erst, sobald das hier geladen wird quasi. Interessant. Na gut, Leute. Dann danke fürs Zusehen und bis morgen dann. Dann gibt's wieder Action. Bis dann. Ciao.